こんにちは、中村明人です。私は大きな決断をしました。Ich komme aus Japan. Ich bin 32 Jahre alt. Ich bin Bäcker. Und wo? In München, natürlich. Hallo, ich bin Jeneta. Ich bin 22 Jahre alt. Ich komme aus Kosovo und ich mache eine Ausbildung als Bäckereifachverkäuferin. Jeden Tag, von morgens bis abends, stehen in München die Menschen in Schlangen an. Sie warten auf eines ihrer Lieblingsessen. Brot. Es gibt über 3000 Brotsorten. Das gibt es sonst auch nirgendwo auf der Welt. Und jeder hat seinen Favoriten. Mir ist es voll wichtig, dass das Essen gut schmeckt und gut aussieht, weil das Auge isst mit. Hallo, ich bin Jasmin, komme aus Deutschland und bin ausgelernte Bäckereifachverkäuferin. Bäcker sind Experten ihrer Kunst. Wer in Deutschland Bäcker werden will, lernt sein Handwerk in einer Ausbildung. Innerhalb von 3 Jahren lernen die Auszubildenden hier die Kunst des Backens. Ich lerne hier, wie ich mit den Kunden umgehe oder zum Beispiel zum Backen. In der Ausbildung arbeiten die Nachwuchskräfte bereits in Bäckereien. Hier lernen sie ihre Arbeit praktisch kennen. Hi, ich bin der Tim. Ich komme aus Deutschland und bin gerade in meinem 2. Lehrjahr. Beim allermeisten an der Backstube gefällt mir, dass ich mit hochmodernen Maschinen arbeite und mit meinen Kollegen zusammenarbeiten kann und dass hier einfach immer eine geile Stimmung ist. Wer sein eigener Chef sein will, bildet sich auch als Bäcker noch weiter und wird Bäckermeister. Hier in der Akademie lernen die Gesellen in einem 7-monatigen Kurs mit hochmoderner Technik. Das Schönste an meinem Handwerk ist, was mit den Händen zu schaffen. Ein Lebensmittel, was Genuss hat, was andere satt macht, bei dem ich mich verwirklichen kann und bei dem ich jeden Tag ein Feedback habe. Servus, ich bin Nico, bin Bäckermeister, 33 Jahre alt und ich habe meine eigene Bäckerei. Klar, früh aufstehen ist zwar nichts für jeden, aber mittags Feierabend zu haben und mit seinen Jungs schon an den See zu fahren, ist für mich einfach das Beste. München, eine Metropole, in der man das Leben genießt. Und ich habe hier nicht nur die besten Kollegen, sondern Freunde fürs Leben gefunden. Das Bäckerhandwerk ist traditionsreich und gut angesehen. Und es bleibt auch in Zukunft wichtig. Hast du Bock, dabei zu sein? Dann startet ein neues Leben in München.